Rednerin Sandra Weser für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist ja hinreichend bekannt, dass die in 2017 im EEG eingeführten Privilegien für Bürgerenergiegesellschaften krachend gescheitert sind und deswegen auch zurückgenommen werden müssen. Sie waren zu weit gegriffen. Man konnte ohne BImSch-Genehmigung und mit 2 Jahren Verlängerungsfrist bei der Umsetzung entsprechend an den Ausschreibungen teilnehmen. Und das wurde, wie eben schon ausgeführt, entsprechend zweckentfremdet. Profitiert haben vor allem Bürgerenergiegesellschaft getarnte Großunternehmen und nicht die Bürgergesellschaften, die eigentlich angedacht waren, wo sich Bürger in kleinen Gesellschaften zusammenschließen. Jetzt stehen wir heute leider wieder hier unter Zeitdruck. Es wurde eben mehrfach schon bemängelt und wir überlegen uns, wie machen wir das jetzt, weil schon im August 2018 stehen die nächsten Ausschreibungen an. Und wir müssen heute hier im Hauruck-Verfahren darüber entscheiden, wie wir damit umgehen. Und die Koalition hat es leider nicht geschafft, dieses Problem eigenständig zu lösen. Nein, man bedient sich jetzt einem Gesetzentwurf aus dem Bundesrat mit einem Änderungsantrag der Koalition. Ich möchte Ihnen aber jetzt schon mal die Schweißperlen von der Stirn nehmen. Wir werden dem zustimmen, und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil wir nicht wollen, dass diese Privilegien weiter vorangetrieben werden. Und deswegen liegt uns an einem Aussetzen dieser Sondermaßnahmen. Mir stellen sich jetzt hier nur 2 persönliche Fragen. Und zwar, warum machen wir es in diesem Hauruck-Verfahren? Warum machen wir dieses Eilverfahren? Bis jetzt sind EEG-Reformen permanent hier durch den Bundestag durchgetrieben worden. Ja, es scheint Methode zu werden, dass das hier zur Gewohnheit wird. Und das Problem war ja schon lange bekannt. Nordrhein-Westfalen hat doch im Januar schon den Antrag in den Bundesrat eingebracht. Also hätte man da ja schon längst reagieren können. Ja? Und der Änderungsantrag von Ihnen letztendlich beweist doch, wie uneinig Sie sich sind in der Koalition, in der Definition, wie ein weiterer Ausbau erfolgen soll. Wir haben hier auch unterschiedliche Ansichten über den künftigen Ausbaupfad. Und es herrscht offensichtlich auch eine Uneinigkeit über die Definition von einem netzsynchronisierten Ausbau. Sonst hätten Sie es ja anders gelöst. Also ich sage Ihnen nur eins, wenn vor der Sommerpause noch weitere Gesetzentwürfe in diesem Hauruck-Verfahren hier durchs Parlament durchgetrieben werden sollen, dann können wir das auf Dauer nicht mitgehen, weil so geht eine Regierung nicht mit dem Parlament um. Die zweite Frage, die sich mir stellt, ist Ihr Antragstext. Und zwar im Juni 2020 wollen Sie eine ausgewogene und dauerhafte Lösung für die Aussetzung schaffen. Meine Frage ist, warum machen wir es denn nicht sofort? Lassen Sie uns doch diesen Unsinn endlich abschaffen. Wir beschließen heute hier einen kleinen Baustein, ein Mosaiksteinchen in einem großen, großen Mosaik, das Energiewende heißt. Und die Konturen sind doch für den Betrachter völlig verzerrt. Niemand kann das mehr nachvollziehen. Wie oft haben wir die Energiewende nachjustiert? Wie oft sind Fehlentscheidungen korrigiert worden? Ständiges Herumdoktern führt zu Unsicherheiten auf beiden Seiten. Deswegen plädiere ich dafür, lassen Sie uns dieses System grundlegend reformieren. Lassen Sie uns endlich aus der Kosten- und Subventionsspirale aussteigen. Vielen Dank. Dankeschön, Sandra Weser. Nächster Redner für die Fraktion Die